Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Cookies-Video auf meinem Kanal auf dem gomad.net-Server. Heute bin ich aber nicht alleine, denn es hat sich ein Top-10-Spieler bei mir gemeldet, da es aktuell bei den Cookies-Spielern schon bergab geht, was ich schon früher gemerkt habe, was ich auch recht schade finde, weil es an sich ein geiler Modus ist. Es sind sogar gerade schon drei Leute in der Frühe da. Na gut, was denn? Okay, 10:30 ist für die meisten Gamer wahrscheinlich schon früh. Aber naja, wir haben drei Runden, meine ich, aufgenommen. Es waren alles so 8-Minuten-Runden, also es ging ganz fix. Ob wir alle gewonnen haben, werdet ihr gleich sehen. Ich habe das sozusagen, oder werde es gleich so zusammenkarten, dass es so am spannendsten für euch ist. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, wie ich gesehen habe. Der steht kurz vor den 300 Abonnenten. Also falls ihr Bock habt, in der Videobeschreibung ist der Kanal verlinkt. Und neben Krapfen, ansonsten wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß mit dem Video. Bleib ruhig hier, du kannst ruhig hier mitfahren, da kommt dann nicht mehr raus. Gibt schon Prügelei. Ja, da sollte man immer größtenteils drauf verzichten. Ja, denn ich schmetter meistens sie weg. Oh, hier gibt's ganz viel, nehme ich mit. Das Prügeln ist irgendwie immer mein Highlight. Da tue ich immer rasieren. Die Sache ist aber halt, durch das Kämpfen kriegt man nicht viel Kekse. Das ist immer so eine Sache. Man sollte am Anfang vor allem immer aufs Kämpfen verzichten, wenn dann eher später kämpfen. Ja. Und zum Beispiel auch, wenn man jetzt zu zweit an einem farmt, das schadet auch nichts, dann ist man nämlich besser geschützt, zum Beispiel. Aber was mir auch manchmal in den Runden aufgefallen ist, dass der Cookie-Ring irgendwie immer gefühlt an derselben Stelle meistens so auftaucht. Ja, Achtung hinter dir. Ja, das ist gut möglich, keine Ahnung, aber irgendwie buggt der gelegentlich ein bisschen rum, wenn er über den Void spawnt, auf Modern zum Beispiel. Es ist halt Gomme, was soll man da sagen? Was glaubst du, wie wir uns über diesen Server aufregen? So ein Hass-Discord extra dafür erstellen. Na, dafür gibt's das Gomme-Forum. Denn die Sache ist halt, da muss ich gleich mal wieder was erzählen. Es gibt ja einen Hack, der in Cookies sehr viel bringt und auch früher sehr oft genutzt wurde. Das nennt sich Fast Break, wo halt auf einmal sozusagen zum Beispiel können schon mal so 50 Kekse pro Sekunde hier aus einem Block rauskommen. Ja. Damit lässt sich guten Turm bauen. Und das haben sie aber halt leider, haben viele Mods leider nicht erkannt. So. Dann würde ich sagen, ich kaufe schon mal ein paar Maschinen. Denn die Sache ist eigentlich, dieser Modus hat halt so viel Potenzial, aber die Gomme-Leute versauen sich's halt. Ich mache uns wieder ein bisschen Freunde. Ja, mach's. Ach, dann Gelb hat so einen Turm. Ah, Bohrer, ja. Bohrer ist auch nicht so schlecht, spiele ich auch öfter mal. Vor allem, wenn man nicht so viel farmen kann, wenn zum Beispiel sehr viel gekämpft wird oder so, dann spielt man meistens Rabatt und Bohrer. Na, ich nehme, glaube ich, eigentlich immer nur Schreien. Ja, ich eigentlich größtenteils auch. Wenn man nicht farmen kann, dann nehme ich schon mal Bohrer, wenn man nicht so gut farmen kann, wenn die Gegner einen nicht so farmen lassen. Dann mache ich das schon eher. So, dann hole ich gleich mal Quickspawn, damit wir mehr Green. Oh, Blau macht Stress, ich mache mit. Dann viel Spaß. Aber ich glaube, der hat nichts. Ach, Gelb will auch aufs Maul. Ach, muss man halt immer schauen, dass man auch taktisch kämpft. Ja, links, rechts reicht bei den meisten. Ja, ich meine vor allem taktisch eher in Bezug darauf, dass man auch Kekse bekommt. Und nicht direkt auf Leute geht, die gerade in die Mitte kommen. Ja, aber wenn du schon anfängst zu hauen, mache ich gern mit. Ach, schau mal, der Regen ist bei uns. Ist ja schön. Ich tue gerade ein bisschen Gelb abpacken. Die fangen natürlich. Das ist natürlich auch eine Taktik. So macht man das auch, wenn gute Spieler gegeneinander spielen. Die gehen eigentlich, einer macht Schreine, der andere geht durchgehend drauf. Ich mache auch Schreine, nur dass ich bei Blau bin. Ach, ja. Mist, jetzt haben sie mich bemerkt. Ach, Gelb ist hinter mir immer noch her.
So, drei Herzen. Ach, kacke. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen abbauen. Ja, bin schon dabei. Wir haben jetzt auch angefangen. Damit der Olli ein bisschen Geld verdient. Ja, und es würde mich auch sehr freuen, wenn du vielleicht irgendwann einmal wieder ein bisschen ein Cookies-Video oder so machst, falls du Lust hast. So, erstmal ein bisschen Versteckerfange spielen. Ach, blau ist auch hier, super! Jetzt werden sie frech. Jetzt machen sie zwei die Zäune zweimal hoch. Genau wie Blöcke platzieren. Finde ich auch irgendwie meistens voll sinnlos. Oh, blau ist bei uns. Cookie-Blöcke platzieren, meinst du, oder was? Ja. Ja, drei lohnen sich halt für den Erfolg. Damit du die 30 Kekse kriegst, aber mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ich mache das gelegentlich ein bisschen, um Cookie-Farmer zu besorgen. Halt den Erfolg auch, wo man auch nochmal 25 kriegt. Aber sonderlich lohnt sich das auch nicht, das stimmt schon. So, bisschen bei Blau demolieren. Ey, der hat mich nicht einmal gehauen, was denn das? Ach, der Typ, der mich immer ansneakt. Auch keinmal gehauen. Ja, das ist doch praktisch. Sehr praktisch. So baue ich ein bisschen Labyrinth. Bitte mich nicht finden. Ist aber lustig, wenn sich Gelb gleich an Zaungenerator holt und sie noch nicht mal richtig eine Keksquelle haben. Ein Bohrer, wow, das lohnt sich. Und dann erstmal einen Zaungenerator holen. Ach, gut in die Zukunft investiert. Das kann man doch. Es gibt da die Leute, die dann einfach gleich am Anfang zum Beispiel sich Rüstung oder Speed oder Schwert oder sowas holen. Oh, so ein Speed-Typ bin ich. Aber wenn, dann am besten nicht gleich am Anfang, denn dann dauert es umso länger, bis du den ersten Stein hast. Ja gut, am Anfang auch nicht direkt. Ich hole mir das erste, was ich mir mal hole, ist ein Schrein. Ah, Rot will Stress machen, dann kriegt er gleich auf die Fresse. Ah, dann. Oh, jetzt fertig. Jetzt was? Jetzt habe ich. Ja, hier ist gerade Massenklopperei. Ja, also ja, ich habe gerade den Durchblick ein bisschen verloren. Ich habe von 3 Uhr gleich Zeichen aufs Maul bekommen. Ja, das ist durchaus verständlich. Oh, ich habe eine Netherwarze. Geil. Ja, das ist die tolle Map, die erstens extrem hässlich ist und zweitens auch schön auseinanderfällt. Ich kann dir nachher mal zeigen, was für unterschiedliche Blöcke man hier oder Items man hier eigentlich bekommen kann. Da soll man die Map auseinandernehmen. Das machen wir gelegentlich gerne mal. Minecraft durchspielen in Cookies. Müsste mal bloß was platzieren können, aber Achtung, oh, hab ich mich erschrocken. Herzinfarkt. Ach, der Rote kommt mit Schwert und Rüstung. Der hat auf jeden Fall das Spiel verstanden. Also, Schwert kaufe ich mir so gut wie nie. Naja, man macht es. Man macht es vielleicht schon mal, aber ich mache das eigentlich bloß, wenn man maximal 4 oder 5 Schreine hat. Es kommt auch noch ab. Blauer, unverschämt. Ah, Mann, warum fliegt denn der nicht aus dem Menü raus, wenn ich den hau? Dann also, gleich was mal Blau macht, würde mich mal interessieren. Die haben da gefühlt nichts stehen. Na. No. Und die haben auch keinen Turm. Vielleicht haben sie auch keine Cookies. Ja, kommt auf an, was sie mit den Keksen machen. Also was hinterm Haus. Ja, also so viel haben sie Zeit. Sie rennen mir gerade die ganze Zeit beide ums Haus. Mhm. Ja, und haben einen Cookie-Block da platziert. Wenn man nichts Besseres zu tun hat. Wenn man schon so reich ist. So, jetzt will ich auch mal zuhauen. Ach, jetzt beide auf mich, das bisschen. So, Massenschlägerei, einen habe ich auch. Ja, aber es ist halt echt schade einfach, dass so viele Spieler halt einfach nicht den Modus verstehen. Oder halt nicht wissen, worauf es ankommt. Deswegen, ich bin schon dazu übergegangen. Ich habe extra eine, mit BAC habe ich ja hier die Autotext-Funktion, wo ich, jetzt habe ich da schon auf eine Taste mir was gelegt. Kurz kann ich dir nach der Runde mal. Na, das jetzt nicht, aber ein Tippangebot. Hinter unserer Base. Okay. In welche Richtung läuft er? Nein, ich gehe ab. Hallöle. Naja, dann soll er abhauen. Solange er nichts hat. Ja, der dreht schon wieder um hier. So. Hab ihn. Gut. Ach, ich wollte ja noch zeigen, wie man die Map zerlegen kann. Ah ja, das müssen wir gleich machen. So, also einmal. So, hier möchtest du was haben? Hier, guck mal, hier. Ja, Moment, ah ja, hier ist mal der Rote. Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, ich zerlege hier die Map, während hier der Rote schön unsere Scheine ausleert. Vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ja, also hier, schade, hast du eingesammelt. Schau mal, was es da alles gibt. Geil, erstmal Haus bauen. Nichts,
nicht zu vergessen die Lederwarzen aus der Mitte. Hier hast du schon die Fichtentüren, weiß nicht, hier sind welche. Die Fichtentüren habe ich. Ach, da ist schon wieder. Okay, und die Schwarzeichen auch? ich habe Schwarzeichen und Fichtentüren. Siehste, hier gibt's alles. Alles und was locker noch mehr. Ey, was ist denn mit dem? Hat der kein Zuhause oder was? Oh, anscheinend nicht. So. So, jetzt zeige ich dir mal schnell meine Taste. Wenn ihr besseren Cookies werden wollt, schickt eine Helfe-E-Mail. Ach, da, ach, das war ist zu lang. Mist, das habe ich erst heute nämlich umgeändert. Denn ich habe gedacht, ich muss es vielleicht noch ein bisschen provokanter machen, dass vielleicht ein paar Leute ein bisschen da auch. Es haben schon zwar schon mal ein paar Leute darauf geantwortet und ich habe denen dann geholfen und so, aber es sind halt trotzdem nicht sonderlich viele. Ja, aber wie man das richtig macht, zum Beispiel eben mit die Erfolge eben machen, am besten Effizienz 2 holen. Zum Beispiel kann man auch eben beim Olli, zum Beispiel hier 2 Kekse einzahlen, da kriegt man auch nochmal ein bisschen was. Und /Gomme-Mod. Oder /True. Ey, der Rote hier, ey, der geht Achtung. Schon wieder auf Stress. Ach, unser schwarzer Achtung, Freund bring dich in Sicherheit. Ja, ich hau noch den hier schnell eine rein und dann hau ich ab. Gut. Oh, ich hab 100 Cookies fast. Sehr gut, den Grün wollte sich auch gerade schon einmischen. Und wichtig ist halt vor allem, das Wichtigste einfach ist, um schnell an Scheine zu kommen, man muss einfach sehr viel farmen und so wenig wie möglich heimgehen und so wenig wie möglich kämpfen am Anfang. Dann schau, die anderen Gegner gehen halt einfach immer nochmal haben, in der Zeit kriegen sie aber halt keine Kekse. Es ist natürlich riskanter, jetzt hier mit mehr Keksen in der Mitte zu sein, aber muss man ein bisschen aufpassen. Okay, wenn ich einmal was abbekomme, ist mir das auch egal, dann renne ich einfach. Ja. Hier sind Blöcke, falls du es noch nicht platziert hast. Ach, kriege ich dafür auch? Ja, okay. Ach so, ich dachte nur zum Abbauen. Nee. Ich dachte gerade, hier ist ein Gegner in unserer Base, weil du mich gerade gehauen hast. Nee, ich hau einfach gerne ein bisschen wild durch die Gegend, keine Ahnung. Das mache ich ja gerne, wenn ich durch die Schreine laufe, das ist so eine blöde Angewohnheit, keine Ahnung warum. Falls ein Gegner zufälligerweise auftaucht. Ja. Vielleicht was vermöbeln. Ist doch so richtig sinnlos. Wer benutzt denn dieses 2 Cookies einzahlen? Ich benutze halt einfach 64 Cookies einzahlen. Ja, gute Frage, stimmt. Ach ja, früher, es gab ja früher auch noch Kekse auszahlen. Warum sollte man das tun? Gute Frage, das haben sie ja dann auch glücklicherweise wieder entfernt. Blau hat jetzt 2, naja gut. Was? Aber jetzt hat sich Blau Rüstung geholt. Naja gut, haben sie wohl ihren Vorsprung schon wieder zunichte gemacht. Wenn du möchtest, wir können da mal ein bisschen übertreiben. Also, wenn es doch über mehr Steine will. Finde ich super. Ja komm, dann gönnen wir uns ein bisschen, holen wir halt noch ein bisschen was. Wir können jetzt theoretisch Rabatt 2 holen, aber ob man das... Dann sind die Upgrades billiger. Oh, Schwierigkeit 2 ist immer schön zum Kämpfen. Und ja, zum stimmt. Weglaufen. So, ich habe jetzt keine Lust, weil die Gegner hier die ganze Zeit kommen. Ich habe jetzt mal Sicherheit geholt. So, ich vermöbel den blauen mal. Gemobst. Abstauber. Rot hat 3 Schreine. Ach! Grün ist ein bisschen weiter als wir. Okay, dann muss ich dann mal sprengen. Ich glaube, Blau hat auch 3. Ja, aber sie bauen ja nicht. Ey, die haben sich... die haben sich so einen Baum geholt. Ach, Rot ist bei uns. Bin ich gerade. Vermöbel ich okay. Den mal. Also gegen den Turm. Leer du dann mal ein bisschen Scheine aus und zahl mal ein bisschen was ein. Ich muss mal schnell bei Grün sprengen. Die haben nämlich 60%. Oh. Ja, das ist halt die Sache, wenn man es übertreibt. Naja, gut. Aber die haben ja bloß einen Schein, deswegen. Aber zahl da noch ein bisschen was für Olli ein, damit wir auch ein bisschen weiterkommen. So, erstmal 5 TNT auf eine Seite und auf die andere noch 2. So, 2 Scheine. 100. Ja, kriegt Olli ein bisschen was. Da wundert sich der Grüne, wo jetzt da eine schwebende Spitzhacke herkommt. Gut, es ist ein schönes Loch auf jeden Fall bei denen drin. Bohrhammer. Muss ich mal schauen, vielleicht muss ich dann nochmal. Ich könnte da von oben sprengen, naja, das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Habe es bloß von der Seite gemacht. Und schau, wir haben es ja. Dann können wir jetzt, glaube ich, auch mal volle Baugeschwindigkeit holen, damit es ein bisschen schneller geht. Haben wir schon. Ach, haben wir schon. Na, perfekt. Ach, Achtung, Blauer. Ach, der hat TNT, Achtung. Was? Ach so, der TNT. Der war ganz schnell wieder weg. Ja. So, Stärke hole ich auch nochmal. Ach, da kommt er wieder. Naja, soll er.
Ja, ich glaube, wenn er die ganze Zeit wegrennt, bringt ihm das TNT nicht mehr so viel. Ja. So, wie sieht's bei Grün aus? Hat Grün den Turm wieder geflickt? Nö, die haben ja anscheinend keine Kekse. Okay, Blau hat ein bisschen was. Ob ich da sprengen sollte, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ja, oder doch, ich mache nochmal kurz einfach. Sicherheitshalber, komm. So. Es schadet ja nichts. Und wir haben es ja, man muss ja die Kekse ein bisschen nutzen, das wäre sonst Verschwendung. Und hier. Also, falls du was Schönes willst, hol danach. Ach, Olli, mach doch mal hinne hier. Olli ist, glaube ich, noch ein bisschen Tee trinken. Oh. 11 Minuten 9. Das geht ja sogar. Ja, wir haben ja ein bisschen übertrieben. Danke. Ja, halbe Stunde Aufnahme passt. Uncut, Hochland, fertig. Ach, hast du aufgenommen?